Wie viele Menschen diesen Schatz bereits heruntergeladen haben und was sie damit vorhaben, ist unbekannt. Wir treffen den Initiator einer Gruppe Freiwilliger, die eine Open-Source-Datenbrille für jedermann konstruiert. Der Name des Projekts? Open Glass. Aufgrund des Dörling-Erlasses möchte er sein Gesicht nicht im Fernsehen zeigen. Das Team ist noch ziemlich klein. Weltweit sind es ca. 150 Leute, die an dem Projekt mitmachen.